Herzlich willkommen bei 21 Bau.TV aus dem Homeoffice. Ja, ich schätze, morgen wird K11 betoniert. Nee, morgen ist erst Freitag, ist zwar der 11., würde zu K11 passen, so wie letztes Jahr der 14. Dezember zu K14 gepasst hat bei der Betonage. Aber ich glaube, es ist wieder 12.12.2020, ist ja auch ein schönes Datum, zahlentechnisch gesehen. Und heute möchte ich trotzdem nochmal ein Übersichtsvideo geben. Ja, wir sehen K11. Die Innenschalung ist heute Vormittag, Donnerstagvormittag, bis auf eineinhalb Segmente fertiggestellt. Außenrum die beiden Holzkanten sind fast komplett drin. Die Seitenwandschalung, das ist ja nur eine Kante, so wie hier bei R5, aber die Schalung muss nicht ran und die ist dran. Wir haben hier die Galeriestützen, die beiden. K11 ist ja auf seinem Kelchfuß und auf diesen beiden Galeriestützen fixiert. Ja, dann würde ich mal sagen, am Samstag fließt der Weißbeton. Meistens ist es ja Samstag bei K20, was die einzige Ausnahme, da war es mal Mittwoch. Ja, warum macht man das meistens samstags? Samstag ist nicht überall auf der Baustelle so viel los und man muss für die große Kelchblüte die beiden Betonwerke benutzen. Also das direkt an der Baustelle bei Gleis 16 und das am Abstellbahnhof, um auf Weißbeton umzustellen. Und der Baulogistikverkehr ist enorm. Die zwei Pumpen stehen im Weg und die vielen Mischer, die fahren. Wir haben ja meistens vier direkt an den zwei Pumpen und dann sind noch einige unterwegs. Ja, 10 Mischer sind da schon im Einsatz, schätze ich mal. Aber wer das genau weiß, kann es ja mal sagen. Aber es bedeutet natürlich, dass auf der Baustelle die Baulogistikstraße ziemlich von den Maschinchen benutzt werden muss und da ist es gut, wenn nicht so viel anderer Verkehr läuft und es ist halt meistens Samstag gegeben. Dann schwenken wir mal rüber. K7 Kelchfuß war ja letztes Mal schon betoniert, aber für mich noch nicht ganz klar, aber jetzt habe ich es deutlich markiert. Die Schwindgasse hier in BEA 16 bekommt im letzten Teil ihre Armierung, wie wir sehen. Bei K19 sind die ersten Muffen angebracht. Also das sind ja Muffen mit Innengewinde, um dann irgendwelche Sachen zu befestigen, zum Beispiel die Oberleitung oder Beleuchtungseinrichtungen. Ja, K20, die Außenschalung der Hutze ist schon weg und jetzt wird auch hier noch begonnen, die Innenschalung der Kelchblüte zu entfernen. Da ist schon das erste Segment weg. Ein bisschen groß wieder machen. Ich habe ja letztes Mal erwähnt, dass die neue Webcam-Einstellung ein bisschen anders konfiguriert ist. Deswegen im Hintergrund das Planetarium noch mit dem alten Stand. Aber das ist, glaube ich, ganz okay so. Und hier unten haben wir dann in Zukunft auch immer einen Schnitt, wenn ich das alte Bild im Hintergrund stehen lasse. Denke, das stört nicht weiter und ist auch ein bisschen schöner von der Übersicht. Ja, und dann hoffe ich morgen am Samstag, dass es dann ein neues Video gibt von K11. Noch einmal ein bisschen so zur Legende. Ich würde dann wieder K11 grün machen, obwohl nicht grün machen, das Gelb lassen, weil die Hutze ja noch fehlt, aber hier bei K11 dann das Datum reinschreiben, weil wir immer das Datum von Betonage Kelchblüte benutzen. Ansonsten denke ich mal, ist jetzt die Tabelle da oben aktuell. Hier die Schwindgasse ist auch bald soweit.
Naja, vielleicht ist ja noch ein bisschen Kapazität bei der Betonage K11 übrig. Wir werden sehen. Gehen wir weiter aufs nächste Bildle. Ja, hier Spannbetonbrücke, Bahnsteig 2. Fett die Spannbeton-Stahlseile hier mit den Abschlusskappen zu sehen. Da muss ja auch SK24 drauf, also Sonderkelch, der andersherum steht, also die Öffnung nach Süden hat, weil so nach Süden, so schräg rein, dann die Treppen gehen und Rolltreppen und Aufzug. Ja, und das Gewicht von dem Kelch plus Dach muss natürlich ganz anders ausgelegt werden. Also die Spannbetonbrücke muss ganz anders ausgelegt werden als bei Bahnsteig 3 zum Beispiel. Da sieht man hier die Lücken dazwischen und oben die komplette Reihe fehlt. Also das ist schon eine andere Dimension. Ja, K21 wird hier hinten stehen. Bahnsteig 1, jetzt sind wir da. Braucht dann auch nicht so viel. Und Bahnsteig 4 braucht dann auch wieder massiv, so wie hier, die Stahlseile, denn da kommt K23 drauf. Ansonsten, wir haben ja hier K27, die Anschlussarmierung schon sehr lange im Blick. Klar, muss ja erstmal rein, bevor betoniert wird. Und jetzt ist der letzte Abschnitt von BA9 bald am Betonieren, also die Bodenplatte. Und wir haben im letzten Video gesehen, hier sieht man schön die Armierung, die heraussteht, um dann K28 zu bauen. Bisschen noch nach unten. Also hier sehen wir den Anschluss, die Markierung Heilbronner Straße für die nächste Verschwenkung. Dann die neue Webcam, die den Bereich Süd zeigt. Ja, beim letzten Übersichtsvideo waren die schon zu sehen, aber mir sind sie nicht so aufgefallen. Aber jetzt möchte ich sie doch mal hier genauer betrachten. Man sieht auch die Verstärkung der Armierung für die Noppens hier. Ja, was ist das? Das sind große Muffen, Innengewindemuffen für die Aufhängung der Verteilerebene Süd. Und die haben wir auch schon mal von außen gefilmt bei K8. Da habe ich ein kleines Rätsel gemacht, erstmal groß gezeigt, was das ist. Und man sieht es aber auch dann später, wenn die große Öse da reingeschraubt wurde. Also da ist die massive Aufhängung für die Verteilerebene. Und ja, also das mit dem Steg, das schauen wir uns noch auf der Webcam direkt an. Dann gehen wir mal weiter zur Übersicht mit den Schalungseinheiten. Also das ist ein sehr alter Stand. Ich weiß nicht, wo der Link ist, wo ich das her habe. Ich kann es also auch nicht aktualisieren. Und das ist aber, glaube ich, gar nicht so tragisch. Also jemand hat geschrieben, weil das hier die roten Schalungssätze sind, also von der Markierung rot. K11 und K20, 19, das kann ja nicht gleichzeitig sein. Und ist bestimmt nochmal geändert worden. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so tragisch. Was ich gemacht habe, ist, ich habe alles nochmal neu beschriftet mit den entsprechenden Farben, was schon fertiggestellt wurde und was noch nicht angefasst wurde und was noch im Bau ist. Also die Ampelfarben, wie in der Tabelle vom ersten Blatt. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir das bald hier ergänzen können, dass das hier stimmt. Und dann schauen wir uns mal noch die Webcams an. Interessant hier ist nicht nur, dass bei BA1
für die Jägerstraße. Die ganzen Kabel jetzt so langsam in die endgültige Position kommen, noch mit Hilfsbalken aufgehängt, werden sie dann sortiert. Sondern dieser Gehsteig hier, der endet ja ein bisschen so im Nichts bisher und man musste einfach so über die Straße. Und der wird jetzt offensichtlich hier rüber geführt und dann kann man hier rüber gehen. Das schauen wir uns nochmal von dieser Webcam hier an. Da oben. Bahndirektion Nord. Und hier sehen wir Verfüllung des Spalts an der Seite geht weiter. So, jetzt die Blickrichtung von der Bahndirektion. Hier unten die Verfüllung. Man kann also schon deutlich sehen, wie hoch das ist. Und hier das Stück mit diesem neuen Gehsteig oder Fußweg. Und interessant ist natürlich hier das Schwallbauwerk. Also hier ist jetzt auch im linken Teil diese Schräge. Kann man sich gut vorstellen, dass die beiden entsprechend die Luft hier hochbringen können und dann hier oben das Schwallbauwerk drauf. Passt. Wie geht's weiter? Ja, das haben wir schon gesehen in der Übersicht. Ich kann es nochmal aktualisieren. Und was gerade passiert ist, da unten wurden die Markierungen hier rübergelegt. Also das scheint so, als wird heute noch was verschwenkt. Nochmal zu sehen, hier hat man noch die beiden Fahrspuren. Jetzt wollen wir mal das hier aktualisieren. Jawohl, jetzt ist es hier drüben. Also, da passiert heute noch was. Hier auch nochmal aktualisieren. Na, das war ein bisschen weit raus. Das Bild ist bekannt. So, und dann hier. Haben wir auch gerade gesehen, beim Aktualisieren hat sich ein bisschen was verändert. Hauptsächlich die kleinen Mannequins hier. Und dann der Blick hier vom ITS. Und die zweite Kamera vom ITS. Die neue Kamera nach Süden. Ja, und jetzt haben wir hier die mit Düker bezeichnete Kamera. Und zwar sieht man, die Betonage ist jetzt bis zum Steg fertig und die arbeiten jetzt gerade an der letzten Kante. Da bleibt dann eine kleine Treppenstufe, sodass dass die Radfahrer ein bisschen abgebremst werden. Ja, das finde ich interessant. Hier Ehemannstraße 1. Also so heißt zumindest die Webcam. Mal schauen, ob stimmt. Ja. Und da ist das erste Element für den Tunnel gegossen worden. Also Ehemannstraße 1 heißt die Webcam und Zwischenangriff Rosenstein. Das sind also die Fernbahntunnel. Hier geht es zum Hauptbahnhof und hier geht es zur Neckarbrücke. Ja, und die zweite Hälfte in dem Feld hier ist jetzt niedergeknabbert worden. Also die Sauberkeitsschicht zum Arbeiten ist weg. Jetzt kann es da auch weitergehen mit der, ja, ich nenne es mal Bodenplatte. Ne? Da komme ich dann, kann ja sein, dass es auch
in dem Bereich ein bisschen ein viereckiger Tunnel wird. Wahrscheinlich auch gleich mit Notausstieg. Bin ich jetzt gar nicht so über die Pläne informiert, aber wenn da jemand was findet, einfach in den Kommentaren posten. Ja, und das ist die zweite Kamera, Ehmannstraße, also Ehmannstraße 2. Und die zeigt uns den Zwischenangriff Abstellbahnhof. Das ist also die S-Bahn, die hier verläuft. Hier geht es zur neuen Haltestelle Mittnachstraße und da geht es zur Neckarbrücke und am Rosenstein hier durch, Rosensteinpark. Und die Baustellen-Logistikstraße hier wird ja offensichtlich eine Rettungszufahrt und das sind die Seitenwände. Jetzt schon wieder ein neues Element betoniert worden. Und den Webcam-Admins biete ich an, ich kletter hoch mit meinem Putztuch. Ihr müsst mir das nur erlauben. Dann putze ich mal die Linse von dieser Webcam. Ja, und jetzt Neckarbrücke hier. Asphalt ist drauf auf dem neuen Weg, Fuß- und Radweg, schräge Rampe zu diesem Podest und dann geht es auf die abgehängte Wegführung. Aktualisieren. Und ja, so sieht es aus im Vilstal. Zumindest vorhin. Ah ja, jetzt ist schon ein bisschen mehr Licht da. Der Nebel hat sich verzogen. Und hier sind neue Aufbauten zu sehen. Also für mich sieht es so aus, als wären schon die Masten für die Schallschutzwand. Ja, und schauen wir uns das von der anderen Seite an. Also Webcam von da drüben, das ist Bosler Tunnel und hier links Steinbühl Tunnel. So, nochmal rüber. Hier haben wir ein klares Bild, weil das ist ein veraltetes, fast ein Monat alt, 18.11. Also hier biete ich den Webcam-Admins auch an. Ich kraxel hoch und ziehe mal den Stecker, Reset der Kamera. Ja, Spaß beiseite. Vielleicht kann da jemand mal Remote Reset auslösen. Na. Aktualisieren hilft nichts, also die läuft noch nicht. Ja, das ist Regionalbahnhof Merklingen, zumindest um 9:30 Uhr. Und jetzt, naja, ist auch nicht besser. Und hier Schneefall am Eichelberg. Im Prinzip wäre ich jetzt durch, aber Georg hat uns so einen schönen Link geschickt. Herzlichen Dank dafür. Übrigens auch vielen Dank an Chuck für die Spende. Und jetzt muss ich nochmal nachschauen, damit ich den richtigen Namen sage. Michael, glaube ich, ne? Matthias, jetzt. Matthias, Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Ja, dieser Link hier, ich hoffe, ich vergesse nicht, den mit reinzukleben. Der bringt uns hierhin vom Januar 2020, Augenblick. Eine sehr schöne Übersicht. Übersichtsfoto aus der Luft von Armin Kielgus, wunderbar zu sehen. Die Baustelle hier noch mit dem Förderband vom Wagenburg-Tunnel. Naja, also das sind wirklich viele Seiten, 78, die will ich nicht alle durchgehen. Die kann man sicher in aller Ruhe anschauen. Aber wir schauen uns mal ein paar Sachen an bezüglich dem Bau der Stadtbahn Tunnel. Also es sind wunderbare Visualisierungen drin. Die Bauabschnitte 14, 15, 16 hier, dann 17, 18, die Abrundung der Bahnsteighalle deutlich reingemalt. BA 19, 20, BA 21 und die Tunnelwände sind deutlich zu sehen.
Und hier unten, also Stand Januar, was war, ist schon fertig damals. Und hier wird gerade K4 gegossen. Hier die Baustelle Nesenbach, Unterwasserausschub. Da wurde das Wasser einfach als Gegengewicht draufgelegt, damit der Druck des Mineralwassers nicht die Gesteinsschicht nach oben drückt. Das ist also die Gefällstrecke vom Nesenbach an diesem Bereich hier. Wurde ja oft genug von uns Video dokumentiert. Das Schwallbauwerk Süd, da haben wir immer wieder, wenn ich hier vorbeilaufe, diese große Aussparung im Blick. Also da kommt dann das Schwallbauwerk so drauf, nochmal rein. Ja, ist schön alles verschachtelt, wie sich das gehört. Und da werden wir bestimmt noch ein bisschen begleiten können. Und BA24 fertig gebaut und da soll jetzt bald die B14 drüber. Ja, Staatsgalerie, Haltestelle, Stadtbahn. In Gelb der alte und Rot der neue Tunnelverlauf mit Haltestelle. Und ja, wir sehen hier, das Stück konnte natürlich nicht gebaut werden, solange noch die alte Haltestelle in Betrieb war. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal im Detail an. Und das ist ein wunderbares Bild. Ups. Und da sieht man, wie weit damals der Tunnel gebaut wurde. Und zwar Tunnel vom Hauptbahnhof am Katzenstift vorbei Richtung Staatsgalerie. Und ich erkläre auch nochmal gleich, warum ungefähr hier jetzt gerade das Ende war. Und man sieht am Asphalt, wenn man auf dem Leitnersteg steht, also das ist ja auch der Blick dieser Kamera gerade. Und so sieht es ja heute aus. Man sieht, das habe ich auch schon mit der Kamera aufgezeigt, da noch den alten Asphalt. Und die Gründe, warum man das so weit gemacht hat, kann ich gleich noch ein bisschen erklären. Und das ist jetzt am Ministerium des Inneren und Digitalisierung. Zugang zur neuen Stadtbahnhaltestelle. Und hier in dem kleinen grafischen Bild ist erklärt, wie das Ganze abläuft. Haben wir auch jeden Quadratzentimeter gefilmt. Gehe ich ein bisschen schneller drüber. Ist auch alles wunderbar fertig geworden. Und nur noch das kleine Stückle hier braucht ein bisschen Asphalt. Ist aber noch nicht eilig, weil eigentlich ist es und wird mal wieder ein Grünstreifen, ist jetzt nur für die Bauphase benutzt worden und wird in Zukunft für Aushub oder Bau BA23 als Baulogistikstraße gebraucht. Also hier das blau eingezeichnete muss noch bearbeitet werden. Aber wer weiß, vielleicht ist es schon. Müssen wir mal wieder vorbeischauen. Ah ja, ein bisschen zu schnell gewesen. Planetarium und neue Haltestelle ist hier farblich markiert und hier die Gefällstrecke vom Nesenbach in den Düker, der hier drunter liegt, dann hier hinten rum geht und hier ist der Anschluss an Bestand, auch oft gefilmt, dann stehen wir immer hier. Jetzt das Ganze nochmal mit überlagerter Grafik an den, mit den Plänen. Und da sieht man hier die beiden Tunnelstücke, die noch gebaut werden müssen. Also von hier nach hier Richtung Hauptbahnhof und von Hauptbahnhof hier rüber zur Haltestelle Staatsgalerie. Und da gehe ich mal rein. Na, alte Nesenbach lief ja hier rüber. Dann kam die Stadtbahn in den 70ern und die war der Nesenbach im Weg. Also musste man den ein bisschen nach hinten legen, hier rüber, weil Stadtbahn fällt Richtung Hauptbahnhof ein bisschen ab. Also ist hier mehr Platz gewesen von der Höhe.
Und der macht also einen Bogen hier rüber. Dann ist hier drunter, wo wir immer noch laufen, der Bestand. Und der läuft dann also so, lief der Nesenbachkanal. Und wir sehen, hier ist auch im Weg gewesen, deswegen ist hier ein kleiner Bypass. Der Bypass ist auch gleichzeitig unser Weg, den wir täglich laufen. Besonders beim Filmen. Ja, und dann kann man sich vorstellen, dieser Tunnel konnte nicht so weit drin gebaut werden. Bis hier etwa. Oder ist es hier die Kante? Werden wir gleich sehen im nächsten Bild, glaube ich. Und dann ist natürlich auch eine Frage von Verkehrsführung. Das muss man auch machen. Ne? Ja, hier sehen wir deutlich, ah ja, bis hierhin. Das ist jetzt in grün, was alles schon gebaut wurde. Klar, das Stück muss noch gebaut werden. Man muss erstmal der alte Tunnel weg. Und das hier ist jetzt auch schon von unserer Kamera oft genug gefilmt worden. Ich glaube, macht es jetzt deutlich. Und dann haben wir hier noch die beiden Flügel, die die Kante der Haltestelle vom Dach so rüberziehen. Die werden dann auch noch irgendwann fertiggestellt. Und für die Haltestelle selbst, das ist jetzt die 3D-Grafik, ist ja alles fertig. Für die Haltestelle selbst reicht es ja bis hierher. Und der Rest ist dann nochmal Zusatz. Und dann haben wir noch ein paar Impressionen. Hier ist jetzt mittlerweile der Aufzug drin und hier hinten Treppe und Rolltreppe, wenn ich es richtig gesehen habe. Nebenräume braucht man auch, Betriebsräume. Und das ist hier dieser Teil, den haben wir jetzt auch schon oft im Video gesehen. Und ach so, ja, und daneben kommt dann der Zugangstunnel vom Hauptbahnhof. Der muss noch gebaut werden. Ja, Wegeführung, wie wir sie heute kennen. Und also interessant ist nämlich das Stück hier. Das ist ja BA22. Na, habe ich es bald? BA21. BA22 ist untere Haltestelle und ist schon fertig. BA21 und 22 sind jetzt ja. Also BA23 ist jetzt in Bearbeitung und BA21, sobald der Weg hier weg ist. Und der soll ja hier über BA19, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und hier sehen wir noch das Dach von der alten Rampe. Denn das gab es ja auch schon mal, die ging hier rüber über die Baulogistikstraße als Brücke und dann hier die Rampe runter und war hier der Anschluss. Schauen wir uns das mal an, wie es in Zukunft aussehen soll. Und das ist hier jetzt die schon oft gezeigte Brücke mit schräger Rampe, der Steg hier drüber und dann kommt die Rampe hier entlang und dann geht es an den Anschluss von dem bisherigen Weg. Damit ist dieser Teil hier BA21 frei. Man kann den dann ausheben. Und diese Wege kennen wir, die verändern sich nicht. Und dann geht es zum Planetarium. Wenn man zu Fuß kommt, vom Hauptbahnhof, geht es natürlich am einfachsten. Man kommt über den am Biergarten vorbei, über diesen Steg vom Querbahnsteig hier rüber und dann hierher. Oder wenn man mit der Stadtbahn kommt, dann kann man ja direkt hier raus. Ist jetzt nicht so klar zu sehen, weil das noch Baustellenphase ist, aber ihr wisst, der Weg, der geht hier direkt drauf. Man ist dann sofort vor dem Planetarium. Und vom Kernerviertel hier rüber über den Bullesteg und dann entweder so runter oder man könnte auch erstmal aufs Dach und dann runter. Ja, das war's von meiner Seite. Und hier sehen wir nochmal die Flügelwände von der Haltestelle, die dann später gebaut werden, wenn das alles andere erledigt ist.
Ja, hier sehen wir auch nochmal schön, das ist die Fahrbahn, die jetzt schon entfernt wurde. Und auch das hier ist schon ganz schön weggeknabbert. Wir sehen es hier rechts. Und die Kante ist noch vorhanden. Auch das hier unten haben wir schon oft gefilmt. Hier nochmal die Flügel. Und das wird jetzt noch benötigt, also das ist jetzt direkt in der Bauphase. Dann kann man den Verkehr umschwenken, wenn das alles erledigt ist, und dann kann man den Rest hier machen. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, kann ich auch sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ach, kommt auch noch was hier. Das ist das BISS. Sehr schön zu sehen. Wenn man das anklickt, wenn ich dran denke, lege ich den Link auch wieder mit rein. Und hier geht es um die, ja, ich sag's mal so, man baut ein Fundament unter den Fundamenten im Kernerviertel, um minimale Senkungen sofort ausgleichen zu können, indem man das Fundament mit Beton vollspritzt. Das ist jetzt noch einmal ein längerer Vortrag und das verschieben wir aber auch woanders mal und das können aber auch die Experten erzählen bei so einer Veranstaltung. Aber wenn man sich die Pläne hier anschaut, sind auch beeindruckende Folien drin. Jetzt ist aber ja, gut. Und ja, letzter Hinweis. Ich habe von Mario wieder sehr schöne Bilder bekommen. Und ich glaube, ich klebe das Datum drauf und dann veröffentliche ich das einmal tonlos, weil wenn ich das jetzt alles noch besprechen will, dann komme ich überhaupt nicht mehr zurecht. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.